Willkommen, meine Damen und Herren, zum Quality Talk der BabTech. Mein Name ist Lutz Krämer. Es ist wieder soweit. Es gibt ein neues Q-Magazin mit einem tollen Konterfei. Und diese Person hat nicht nur ein tolles Konterfei, nein, diese Person hat auch kräftig mitgearbeitet am neuen Q-Magazin, hat das Essay geschrieben und er ist nicht nur Essayist, nein, vielleicht kennen Sie ihn auch, er ist auch Auditor, vielleicht hat er Ihr Unternehmen schon mal auditiert, aber damit nicht Schluss. Er ist darüber hinaus auch Top-Speaker und damit auch noch nicht ganz zu Ende, er ist auch noch Autor oder erfolgreicher Autor eines Buches, Der Kugelfisch, 24 gewusst wie Business-Reflexion. Und wenn Sie es interessiert, was Vinyl mit Volatil zu tun hat, empfehle ich Ihnen dieses Buch. Die 14,80 Euro sind gut investiert. So, und um wen handelt es sich nun hier mit dem Konterfei auf dem neuen Titel, auf dem neuen Q-Magazin? Es ist der Dr. Markus Reimer, seines Zeichens Doktor der Philosophie. Er nennt sich auch gerne der Innovationsphilosoph. Und mit ihm möchte ich mich jetzt über Qualität unterhalten. Und ganz in Zeichen der Zeit sitzt der Dr. Reimer nicht bei mir hier auf dem Sofa, sondern er ist digital von zu Hause aus zugeschaltet. Herr Dr. Reimer, hören Sie uns? Ja, sehr gut sogar, Herr Krämer. Vielen Dank für die sensationelle Einleitung. Herzlichen Dank, freut mich sehr, hier zu sein. Super. Herr Dr. Reimer, im Q-Magazin sprechen Sie so schön von dem Thema, dass Qualität alles ist. Sehr richtig. Und Sie sagen gleichzeitig, es muss aber noch mehr dazu geben. Denken wir zu klein in der Qualität? Und wenn wir zu klein denken, warum nehmen Sie dann gerade Bezug zum Wasserfloh? Ja, ist vielleicht für alle diejenigen interessant, die jetzt das Q-Magazin noch nicht gelesen haben. Ja, in der Tat habe ich mal eine Parallele entdeckt, auch in einem anderen Buch, wo es um den Wasserfloh ging. Vielleicht erläutere ich kurz, worum es in dieser Anekdote um den Wasserfloh geht, denn sie stimmt ja wirklich, ist ein Beispiel aus der Natur. Der Wasserfloh, wenn sich richtig wohlfühlt, dann ist der immer sehr, sehr verbreitungsbereit. Das heißt, er überschwemmt die komplette Umgebung mit sich selbst. Also es passt ihm immer besonders gut, wenn es feucht und warm ist. Er vermehrt sich praktisch unendlich durch ungeschlechtliche Fortpflanzung. Und es gibt nur Weibchen. Und da würde ich sagen, es ist einfach wahnsinnig effektiv und auch sehr, sehr effizient. Das Problem taucht immer nur dann auf, wenn plötzlich die Umgebung nicht mehr feucht und warm ist, so wie es eigentlich der Wasserfloh liebt, sondern wenn es plötzlich trocken und kalt ist, einfach Worst-Case-Szenario. Und in dem Moment, und da taucht dann eben diese sensationelle Überlebensstrategie auf, die mich so fasziniert, dann kommen plötzlich Männchen auf die Bildfläche und es kommt zur geschlechtlichen Fortpflanzung und durch die geschlechtliche Fortpflanzung kommt es auch zur neuen DNA. Und diese neue DNA schafft es dann eben, sich an die total veränderten Umgebungen anzupassen und damit überlebt der Wasserfloh. Und alles, was gleich bleibt, also alles, was sozusagen sich auf die Vergangenheit bezieht, also die alte DNA, die stirbt. Also alle die Wasserflöhe sterben ganz einfach ab. Und das, denke ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es nicht reicht, sich einfach dem anzupassen, was ist, sondern dass wir eben darüber hinaus denken müssen. Und ich glaube, jetzt gerade in diesen Zeiten, wo wir hier mehr oder weniger einen weltweiten wirtschaftlichen Stillstand haben, zeigt sich das umso mehr, wie schnell sich etwas verändern kann. Das passiert immer dann halt eben, wenn wir von instabilen Umgebungen sprechen. Erst dann kommt das zweite Geschlecht dazu und dann wird eine neue DNA gebildet. Ist das richtig? Genau. Genauso kann man sagen. Muss jetzt nicht unbedingt das zweite Geschlecht sein, ist aber sicherlich immer von Vorteil. Aber worauf es eben in der Tat ankommt, das ist, dass wir diesen Begriff der Qualität einfach nicht nur darauf ausrichten, was rings um uns herum ist, dass wir uns da schön andocken können, sondern dass wir eben bei Qualität immer weit darüber hinaus denken. Also würden wir jetzt, vielleicht wenn ich den Satz noch dazu sagen darf, würden wir uns jetzt auf die Augenhöhe mit dem Wasserfloh begeben, dann würde das tatsächlich bedeuten,
dass wir alles das, was so rings um uns herum ist, als das Gegebene annehmen. Wir gehen dann sozusagen auf die Augenhöhe mit dem Wasserfloh, passen uns dem an und bleiben dann stehen. Aber dann muss ich halt dann schon sagen, wir wollen ja eigentlich nicht hier auf der Höhe des Wasserflohs stehen bleiben, sondern also wir sind genauso toll wie der Wasserfloh. Immer dann, wenn sich was ändert, dann passen wir uns irgendwie an. Sondern wenn wir vom Qualitätsmanagement dazu sprechen, dann müssen wir da eigentlich schon vorausdenken. Also nicht immer den Gegebenheiten uns anpassen, sondern eben wirklich vorausdenken. Und wie gelingt uns das? Wir reden jetzt ja nicht über instabile Wasserpfützen, wir reden jetzt ja über die instabile Umgebung, die uns als Unternehmen betrifft. Und neudeutsch heißt das alles VUCA-Welt. Was tun wir da? Worauf kommt es an? Wir haben ja momentan VUCA in Paradeform. Ne? Also ich meine, wer hätte gedacht, dass das, was uns da jetzt mit Corona passiert ist, was immer noch passiert, wer hätte gedacht, dass es sowas innerhalb so einer kurzen Zeit geben kann. Und von dem her geht es in der Tat darum, alles das, was hier in der Norm, gehen wir einfach mal auf die ISO 9001 ein, dass wir einfach den Kontext betrachten müssen. Und der Kontext ist nicht nur etwas, was rings um uns herum ist, sondern wir müssen verschiedene Ebenen uns anschauen. Und ich würde sagen, die erste Ebene, mit der wir uns auch intensiv befassen müssen, ist erstmal bei uns im eigenen Unternehmen. Das heißt also, wir selber müssen uns erst einmal in unserem Unternehmen umschauen, wer ist da, was treiben wir so, wie spielen wir zusammen, wie interagieren wir auch intern. Und dieses Interagieren auch intern bedeutet natürlich, dass wir unsere eigenen Prozesse uns anschauen, dass wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter uns anschauen, dass wir unsere Effizienzen und Effektivitäten im Unternehmen uns anschauen. Und das ist ein Fokus, den ich immer gerne auch nennen würde, sozusagen hier dieser Mikrokosmos. Also wir müssen uns erst einmal auch um den Mikrokosmos kümmern, bevor wir uns immer auf den Kunden ausrichten. Das wäre dann die nächste Perspektive. Also Fokus erstmal auch auf den Mitarbeiter. Der Mikrokosmos ist auch interessant, halt eben, um attraktiv zu sein für Arbeitnehmer. Jetzt mal denken wir das Thema halt eben Mitarbeiter, geeignete Mitarbeiter finden. Das ist nicht nur in Hinsicht der Prozess interessant, sondern halt eben auch, um attraktiv zu erscheinen für neue Kollegen, für neue Mitarbeiter. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, das war ja bisher ein sehr großes Thema, was Fachkräftemangel betrifft. Es wird sich herausstellen, wie sich das jetzt nach dieser Corona-Pandemie zeigen wird. Aber zunächst einmal, bis vor 4 Wochen war es so, dass so manches Unternehmen sich um Mitarbeiter keine Gedanken machen mussten, weil die ganz einfach genügend Bewerber hatten. Und sehr viele Unternehmen mussten sich sehr wohl massive Gedanken machen darüber, wie sie denn Mitarbeiter gewinnen könnten. Und es stellt sich die Frage, warum ist es bei den einen so und bei den anderen anders? Und da würde ich sagen, das liegt mit Sicherheit sehr viel an der internen Unternehmensqualität. Also die erste Perspektive, Mikro nach innen hinein, halt eben auf die Prozesse geschaut, auf die fähigen Mitarbeiter, auf die Attraktivität des eigenen Unternehmens, halt eben für neue Mitarbeiter, um auch sich wahrscheinlich aufzustellen, um in dieser volatilen Welt halt eben auch die richtigen Antworten zu haben. Genau. Okay, das reicht. Dann ist alles bedient oder was passiert dann? Ja, schön wär's, wenn man sich nur so praktisch um sich selbst drehen könnte. Ne? Nee, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Jetzt kommt natürlich die Perspektive, die für uns etwas ganz Entscheidendes bedeutet, nämlich es soll ja Geld ins Unternehmen kommen. Wir müssen uns ja in irgendeiner Form finanzieren und finanzieren tut man sich halt in der Regel über Kunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall versuchen, alles das zu tun, was der Kunde von uns eben auch haben will. Und da geht es aber auch nicht mehr nur darum, die Anforderungen des Kunden zu verstehen und die dann zu erfüllen, sondern es geht mittlerweile auch viel mehr darum, in Unternehmen klarzumachen, dass der Kunde das, was er von uns erhält, in ein Gesamtgefüge einpasst. Also das heißt, wir müssen uns viel mehr in die Perspektive des Kunden so versetzen, um dort dann erkennen zu können, was ist dann eigentlich mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung für den Kunden, für ein Gesamterlebnis verfügbar, in welches Gesamterlebnis wird dieses ganze, die ganze Leistung von uns mit integriert.
Und ich glaube, das ist mittlerweile ein sehr wesentlicher Punkt. Also es gibt immer wieder dieses schöne Beispiel und ich glaube, das bringt es auch sehr schön auf den Punkt. Wenn Sie heute einen Versandhandel haben, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass dieses, oder wenn Sie ein Produkt versenden, dann ist es sehr wichtig, dass das Produkt an sich völlig in Ordnung ist. Aber das Produkt innerhalb kürzester Zeit zu versenden, ist eigentlich genauso wichtig. Das heißt, wenn Sie zum Schluss ein Produkt haben, was zwar 100% in Ordnung ist, worauf Sie aber 3 Wochen warten mussten, dann hat das für den Kunden eine negative Auswirkung. Und dementsprechend müssen wir halt heute versuchen, auch alle Ansprüche des Kunden in dieses Gesamterlebnis mit zu integrieren und das mitzudenken. Und das ist das Meso-System so, oder der Meso-Kosmos, wie ich das in dem Artikel beschreibe. Jetzt geben Sie dem noch einen Namen. Wunderbar, habe ich verstanden. Das heißt, wir fassen ins Auge das Kundenerlebnis und überlegen uns dann den Grad der Automatisierung zum Beispiel halt eben auch oder welche Technik wir einsetzen. Aber die Technik steht nicht vor dem Kundenerlebnis. Richtig, richtig, genau, genau. Jetzt haben wir Mikro und Meso. Gibt es noch was? Ja, es gibt noch was. Und ich glaube, es ist zwar jetzt momentan nicht mehr ganz so präsent, aber ich glaube, wenn man ein Beispiel nennt, ist es am einfachsten verständlich, weil der Begriff an sich, den ich dafür im Artikel verwendet habe, ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich habe das nämlich der Mikro-Makro-Kosmos bezeichnet. Und Mikro-Makro, damit meine ich zum Beispiel die Greta Thunberg. Die Greta Thunberg ist ja erst einmal für uns als Kunde oder Kundin nahezu uninteressant. Trotzdem hat sie aber einen erheblichen Einfluss auf das, was in einem Unternehmen passiert. Und da sind wir in dem Bereich drin, der in der ISO 9001 beispielsweise auch als die interessierten Parteien benannt wird. Und das nimmt momentan immer mehr Raum ein. Also es geht nicht nur darum, ein tolles Auto zu produzieren, sondern es geht darum, ein Auto zu produzieren, was möglichst nachhaltig ist, mit Rohstoffen gebaut worden ist, die wieder recycelbar sind und so weiter und so fort. Das hat mit der Funktionalität des Produkts wenig bis nichts zu tun. Und es hat auch nichts mit dem Kunden an sich zu tun, sondern es sind plötzlich Interessensgruppen, die da mitspielen. Und das betrachte ich so einerseits ganz speziell bezogen auf den Kunden und trotzdem aber viel weiter hinaus gedacht. Also es sind die interessierten Parteien, denen das Produkt vielleicht sogar völlig egal ist, die aber dafür Sorge tragen können, dass die Stimmung rundherum mein Unternehmen, die Produkte, die ich anbiete, richtig schlecht wird, wenn ich das nicht beachte. Ganz genau, das ist der Hintergrund und ich glaube, Greta Thunberg hat das eigentlich sehr, sehr, sehr kumuliert jetzt natürlich und fokussiert auf die eine Person, aber hat das sehr schön dargestellt. Okay, das ist das dritte Aufgabenfeld. Haben wir noch ein viertes? In der Tat. Und da wird es jetzt richtig interessant, weil man, Qualität ist alles. Und wenn wir von alles sprechen, dann hat das in der Tat jetzt den größtmöglichen Rahmen. Und da müssten wir uns aus meiner Sicht in der Tat Gedanken machen, wie wir mit Qualitätsmanagement, mit Qualität an sich, mit unseren Qualitätsgedanken die Welt verbessern können. Um es mal ganz plakativ zu sagen, wir müssten versuchen einfach zu schauen, was, also nicht inwieweit verändert sich die Umgebung, der Kontext von uns, sondern was können wir eigentlich für den Kontext tun? Also inwieweit können wir den Kontext verändern, dass der Kontext dann immer besser wird? Und zwar nicht für uns, um damit möglichst viel abschöpfen zu können, sondern für alle. Und ich denke, da sind wir dann im ganz großen Rahmen drin und das würde ich dann eben auch als Makrokosmos bezeichnen. Das heißt, Sie stellen sich nicht auf für den Kontext, sondern Sie gestalten den Kontext mit, indem wir uns Gedanken machen über Nachhaltigkeit, über fairen Umgang, über eine vernünftige Produktion, eine sinnvolle Produktion, eine sinnvolle Wiederverwendung. Die interessierten Parteien haben natürlich auch alle gerade wieder mit im Boot. Genau. Genau so ist es. Und damit unterscheiden wir uns dann auch vom Wasserfloh. Weil der Wasserfloh kümmert sich um Nachbarpfützen nicht, solange er eine persönlich jetzt was davon hat. Und dem ist es auch insofern relativ egal. Oder es geht auch über seinen Horizont hinaus, die anderen Wasserpfützen in irgendeiner Form zu verändern oder nachhaltig gestalten zu wollen. Und das ist sozusagen mein Ansatz, was die Geschichte des Wasserflohs betrifft. Bis zu einem gewissen Grad gut. Aber wir müssen nicht nur auf der Höhe des Wasserflows sein, sondern wir müssen uns eben schon drüber hinaus bewegen. Hat das was mit Moral zu tun?
Ja, würde ich sagen. Ich meine, es gibt ja hier den sogenannten ehrbaren Kaufmann, und ehrbar heißt nicht einfach nur ehrbar gegenüber dem Kunden, sondern wirklich auch gegenüber der Gesellschaft zu sein. Und in dem Moment, wenn ich Möglichkeiten habe, mit meinem Unternehmen, mit meiner Organisation die Welt zu einer besseren zu machen, dann würde ich sagen, ist es auch meine Verpflichtung, nicht nur gegenüber mir selbst, sondern wirklich auch gegenüber der Gesellschaft, das zu tun. Und von dem her würde ich sagen, ist es in der Tat eine moralische, ich würde sagen, Notwendigkeit. Das ist nicht einfach nur eine moralische Möglichkeit, sondern eine moralische Notwendigkeit. Das heißt nicht, dass man nicht deswegen auch gut davon reden kann. Es gibt doch diesen schönen Spruch hier, tue Gutes und rede darüber. Das darf man. Oftmals ist aber in Organisationen so, mehr darüber zu reden, als wirklich dann zu tun. Und das ist sicherlich der falsche Ansatz, sondern der erste Ansatz muss sein, Gutes zu tun und das natürlich sicherlich für sich auch zu verkaufen. Deswegen Ihr Titel, Qualität ist alles, aber da gibt es doch noch mehr. Genau. Weil es eben über das hinausgeht, wo wir vielleicht in erster Linie, wenn wir an Qualität denken, so denken. Genau, so ist es. Wenn wir mal an das Berufsbild des Qualitätsmanagers denken, Wen adressieren Sie jetzt gerade mit der vierten Person oder mit dem vierten Arbeitspunkt? Ist das noch der Qualitätsmanager? Auch. Wenn wir den Qualitätsmanager nehmen, dann muss man erst einmal das Bild des Qualitätsmanagers auch modern denken. Also der Qualitätsmanager ist nicht derjenige, der sich jetzt speziell um irgendwelche Messungen oder so kümmert, sondern der Qualitätsmanager, also sprich der Organisierer, der muss auf jeden Fall über diese klassischen, traditionellen Qualitätsfelder hinausdenken. Das heißt aber nicht, dass er dafür die Verantwortung hat. Das heißt, er muss sozusagen in eine beratende Position gehen, er muss Vorschläge machen, er muss die Fäden zusammenhalten und das umfassend. Also nicht bezogen auf irgendein ein Qualitätssicherungstool, sondern in der Tat eben weit darüber nach. Also wir müssen daran denken, wir sollten darüber nachdenken und so. Und er wird sozusagen ein Berater der Führung. Denn im Endeffekt ist Makrokosmos und so weiter, das sind natürlich Themen, die vor allem die Führung betrifft. Denn die Führung muss klar darlegen, wie sie sich denn in ihrem Kontext verhalten will. Und der Qualitätsmanager muss sich darin in diesem Feld genau positionieren. Ist richtig schwierig, wenn Sie nicht neben mir auf dem Sofa sitzen, Sie mal zu unterbrechen, Herr Reimer. Aber das waren, glaube ich, ganz gute Sätze. Da war etwas, wo Sie sagten halt eben, das eine ist eigentlich die Aufgabe der obersten Führung oder der Firmeninhaber oder der Gesellschafter, der Geschäftsführer. Und das andere, dem kann man sich aber nicht verschließen, ist auch Aufgabe eines modern denkenden Qualitätsmanagers. Eine Art Enabler oder eine Art vielleicht Berater dabei zu sein. Ist das korrekt? Ganz genau. Ein Mahner auch. Ein Mahner, aber nicht nur der immer nur kritisch ist, oh, und die müssen wir nur dran denken und da müssen wir nur dran denken und diesen müssen wir, sondern logischerweise schon Vorschläge auch bringen. Also in der Tat schon auch konstruktiv eben mitzuarbeiten. Und ich denke, da kann sich ein Qualitätsmanager oder eine Qualitätsmanagerin auch richtig klar zur Unternehmensgestaltung mitpositionieren. Und das, denke ich, ist der moderne Qualitätsmanager. Das nehmen wir jetzt mal mit, so als Handlungsfeld, Kontext, Moral, wie stellen wir uns auf als Unternehmen und welchen Beitrag habe ich als Qualitätsmanager in der Rolle als Qualitätsmanager vielleicht als beratend der Geschäftsführung zur Seite zu stehen. Das ist ein Handlungsfeld. Ja, das heißt eben nicht, dass es sich nur noch darum kümmert, sondern es geht natürlich auch sehr wohl darum, das andere nicht zu vergessen. Denn ein Flugzeug, welches sich mit der Umwelt und nachhaltig und so weiter sehr gut verhält, aber permanent abstürzt, das hat natürlich auch keinen Sinn. Das heißt also, das Feld der Qualitätssicherung, das muss natürlich weiterhin gewährleistet bleiben, um Gottes Willen. Also nicht falsch verstehen. Super, Herr Reimer, das ist ja ganz gut. Jetzt fangen wir doch mal an. Erzählen wir doch mal auf. Fangen wir doch mal an, uns mal zu positionieren. Was sind die relevanten Handlungsfelder des oder des Qualitätsmanagers? Gehen wir mal ganz zurück zu dem, was Sie gerade sagten, halt eben, es wäre schön, wenn das Flugzeug nicht nur abhebt, auch wieder ankommt. Wir haben es zu tun mit der klassischen Qualitätssicherung. Die ist doch nicht weg, oder? Nein, um Gottes Willen. Also das meine ich eben. Man darf sich nicht darauf zurückziehen
Aber man muss darüber hinausdenken, aber das andere wird deswegen nicht unwichtig, ganz im Gegenteil. Es wird sogar vielleicht noch wichtiger, weil sich ja wiederum die Ansprüche auch komplett verändern, hohe Individualität und so weiter. Aber zunächst geht es natürlich um die Kernelemente. Das müssen wir weiterhin im Qualitätsmanager drin haben. Wir nehmen es mal mit als ein primäres Handlungsfeld. Wir sagen halt eben, es gibt weiterhin die klassischen Qualitätsaufgaben, die habe ich weiterhin, der kann ich mir nicht entledigen. Auf dem Schulplan steht von Montag bis Donnerstags weiterhin das, was ich immer gemacht habe im Qualitätsmanagement, nämlich stabile Prozesse, fehlerfreie Produkte, aus Fehlern lernen. Im Automotive-Bereich, glaube ich, gibt es dafür die Automotive Core Tools, also die ganz klassische Thematik, führe mal ein, dass du stabile Prozesse hast, dass du Produkte sicher planst, diese Produkte sicher produzierst und dass du dir auch Gedanken machst, halt eben, was mit den Produkten nach der Verwendung passiert. Also klassisch Automotive Core Tools, wenn wir an die Module mal denken, die wir da haben. Wir haben die FMEA-Thematik, wir haben die Kontrollplan-Thematik, wir haben die Messmittelfähigkeit-Thematik, wir haben die SPC, die Erstmuster und die 8D-Methodik. Das ist das, mit dem der Qualitätsmanager montags morgens vielleicht aufwacht und freitagabends es noch nicht alles geschafft hat, was er erledigen musste, um das erfolgreich zum Fliegen zu bringen. Und das ist übrigens auch das, Sie sind ja Auditor, woraufhin auch Unternehmen auditiert werden, richtig? Auch, natürlich, genau, ganz wichtig, dass Sie ja diese einzelnen Methoden jetzt angesprochen haben, die werden nicht unwichtig, also ein 8D-Report ist nach wie vor das A und O, wenn irgendwas schief geht, um in Zukunft dann einfach abstürzende Flugzeuge zu vermeiden, aber nur sich darauf zu fokussieren, Flugzeuge nicht abstürzen zu lassen und der Rest ist alles egal, das kann es eben auch nicht sein, also insofern vollkommen richtig. Okay, verstanden. Also aus unseren Verkaufsstatistiken heraus weiß ich, dass etwa 45% unserer Kunden diesen sogenannten Client Quality Loop eingeführt haben. Das heißt, man hat eine Wareneingangsprüfung, eine fertigungsbegleitende Prüfung, Reklamationsmanagement, Maßnahmenmanagement eingeführt und man versucht daraus zu lernen, um zukünftig Fehler zu vermeiden. Etwa ein Viertel der Kunden hat den sogenannten großen Quality Loop eingeführt. Das heißt, man beginnt mit der FMEA, macht sich Gedanken zu Produkt und Prozess, geht über Kontrollplan, wieder Wareneingang, wieder Fertigung, wieder Reklamationsmanagement, Maßnahmenmanagement zurück, Lesson Learned in die FMEA. Das ist jetzt auch angesichts der prozentualen Verteilung, ist das noch ein Riesenaufgabenfeld. Und wenn ich mir richtig gute, erfolgreich agierende Unternehmen da anschaue, dann denke ich manchmal, das ist ja schon eine Vorstufe einer digitalen Fabrik. Also man kann auch eine Menge da leisten. Es ist also kein langweiliges Feld. Nee, sicher nicht. Und vielleicht nehmen wir es einfach mit. Es ist Vergangenheit, es ist Gegenwart und es ist Zukunft, dieses Handlungsfeld. Genau. Und es gibt's. Und warum gibt's das? Warum gibt's das? Wenn Sie es jetzt nicht sagen, sage ich es. Das dürfen Sie sagen, aber es hat definitiv was mit Qualitätssicherung zu tun. Ja, bitte. Ja, also ganz klar, wir haben natürlich die Kundenanforderungen, logisch, die haben wir einmal auf der einen Seite und dann haben wir der Reihe nach, wir haben die Gesetze, wir haben die Normen und wir haben die Richtlinien. Und das Ganze ist sicherlich immer wieder eine Orientierungshilfe, warum wir auch das Ganze da tun in der Qualitätssicherung. Und darauf werden wir auch auditiert und auch, sagen wir mal so salopp gesagt, drauf fixiert. Also bleibt da ein zweites Handlungsfeld, immer die Norm im Auge behalten. Ja, das ist ja von meiner Warte, also als Auditor ist das ja wirklich darum, das Geniale, dass jetzt die ISO 9001 und sicherlich auch jede Menge andere Normen dieses große Denken mittlerweile 100% integriert haben. Und trotzdem aber, ich will jetzt gar nicht das kleine Denken, nennen wir es spezifisches Denken, dass dieses spezifische Denken deswegen nicht unwichtig worden ist oder vernachlässigenswert ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist basic und nach wie vor das A und O und trotzdem müssen wir es aber eben schaffen, auch darüber hinaus zu denken. Jetzt sind Sie Auditor, Herr Reimer. Ist die Kritik angebracht, dass man den Qualitätsmanager, die Normenausschüsse, die vielleicht auch die Auditoren und die sich mit Qualität beschäftigen, dass man die dafür kritisiert, dass sie immer kodierter sprechen? Naja, da gibt es sicherlich das eine oder andere. Ich meine,
Die Herkunft dessen ist natürlich auch klar, weil die Norm ja für sämtliche Branchen, für sämtliche Größen einer Organisation und so weiter geschrieben ist. Und da versucht man natürlich immer eine dermaßen abstrakte Ebene zu finden, dass man alle Bereiche abdeckt. So, und wenn natürlich ein Auditor, also der ausgebildet ist, oder ein Qualitätsmanager, der ausgebildet ist und permanent mit diesen Begrifflichkeiten umgeht, dass der dann natürlich zum Teil eine Sprache verwendet, die der normal Mitarbeitende überhaupt nicht verstehen, sondern wovon spricht, von Nonkonformität. Wer spricht denn im Alltagsgebrauch von einer Nonkonformität? Also überhaupt gar niemand. Und das heißt natürlich schon, wir müssen da immer wieder Übersetzungsarbeit leisten. Also das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte. Was wir aber auch brauchen, also erstens diese Übersetzungsarbeit, klar, aber was wir auch brauchen, das ist die Vermittlung dessen, was Qualität alles umfasst, dass es nicht die Sache ist des Qualitätsmanagers, das habe ich gerade vorhin schon angesprochen, und auch nicht nur Sache der Führung, sondern dass Qualitätsmanagement sich wirklich in der Fläche verankert. Und dafür ist ein Qualitätsmanager sicherlich auch erheblich verantwortlich. Also dass das nicht etwas ist, was im Elfenbeinturm stattfindet und sagt, ja, da haben wir ja denjenigen, der sich damit befasst und sagt, nein, wenn wir von Qualität und von Qualitätsmanagement sprechen, dann betrifft es immer alle. Also egal, auf welcher Ebene sich jemand befindet, es betrifft immer alle. Und das ist aber auch Sache des Qualitätsmanagers ist, verkaufen zu können. Und deswegen muss ein Qualitätsmanager und eine Qualitätsmanagerin, die müssen schon auch gute Multiplikatoren sein. Wenn man das ein bisschen anschaut, dann kann man ja auch so ein bisschen die Frage stellen, wer treibt da wen? Manche Kundenanforderungen, die mag ja durchaus auch konträr zu dem erstmal sein, wie man das Unternehmen sich aufgestellt hat. Dann kommt erschwerend noch hinzu, dass man ja auch eine Norm noch interpretiert und vielleicht nochmal anders auslegt und der Auditor auch nochmal entsprechend einen drauf setzt. Und dann am Ende muss man noch den eigenen Leuten es im Laden erklären, halt eben, warum man das Ganze noch tut und was es Gutes für das Unternehmen bedeutet. Ja, das ist so. Und damit sind wir bei dem Thema halt eben ein Stück weit auch der Wirksamkeit und der Gestaltung halt eben, auch einen aktiven Part zu übernehmen und eben sich nicht in den Elfenbeinturm zurückzuziehen. Genau. Und um jetzt mal in Ihrer VUCA-Welt zu reden oder in der Wasserflohpfütze oder in der Nicht-Wasserflohpfütze, weil wir reden ja von der Nicht-Wasserflohpfütze mehr, hätten wir die Pfütze, würden wir alle so weitermachen können. Aber wir haben ja die Nicht-Wasserflohpfütze. Würde das bedeuten, dass ich auch als Qualitätsmanager eben nicht in einem Elfenbeinturm sitze, dass ich nicht vor dem Wandel geschützt bin, dass ich aufgefordert bin, mir sehr wohl Gedanken zu machen eben über den Wandel. Es geht eben nicht an mir vorbei. Ja, also und das wäre eben auch der Ansatzpunkt, den ich gerade gemeint habe, mit Mittler zu sein für die komplette Unternehmenslandschaft, also sprich für sämtliche Mitarbeitenden in einem Unternehmen, weil diese VUCA-Welt oder dieser Kontext, der sich jetzt momentan gegenwärtig ja so rapide verändert hat, das ist ja keine Sache, dass einzelne Leute noch irgendwo im Griff haben, sondern dort müssen ja alle mitspielen. Also das ist einfach was ganz, ganz Wesentliches, dass einzelne Personen den Laden nicht mehr zusammenhalten können in einem Unternehmen, sondern wir brauchen alle. Und da sind wir natürlich auch bei den erheblich umfangreicheren und höheren Anforderungen von Kunden in Bezug auch auf Produkte, auf Dienstleistungen, die immer komplexer werden. Also auch das muss man natürlich berücksichtigen. Also das ist ja nicht nur, dass sich die Umwelt ändert, sondern es ist ja in der Tat so, dass sich auch, nennen wir uns einfach wir selber, Herr Krämer, Sie und ich, wir werden anspruchsvoller. Also das ist, wir wollen schneller und wir wollen mehr Functions und wir wollen was weiß ich was nicht Neues haben. Und es sind natürlich Herausforderungen, die in irgendeiner Form Qualitätsmanagement, um das als Begriff so zu nennen, Qualitätsmanagement lösen muss. Ich greife das gerne nochmal auf. Nicht, dass wir mehr haben wollen, sondern mehr das mit dem Qualitätsmanager. Wenn Sie sagen, halt eben, der muss sich im eigenen Unternehmen da auch einbringen, hat ja auch einen Vorteil. Wenn er das tut, dann wird er merken, halt eben, wie schwierig es ist. Und er bereitet sich vielleicht vor, bevor sein Kunde auf ihn zukommt, weil der den VUCA-Prozess durchlaufen hat und jetzt mit höheren oder andersartigen Erwartungen kommt. Eben aufgrund dessen, dass Sie gesagt haben, es hat sich ja draußen alles verändert. Richtig. Also ich kann mich dem gar nicht entziehen als Qualitätsmanager. Wir nehmen mit als drittes Handlungsfeld. Ich lebe nicht in einem Elfenbeinturm. Ich habe auch keinen Bestandsschutz. Ich muss mich dem immer kritisch widerstellen und muss mir immer Gedanken machen über die Wirkung. Super. Dann haben wir so eine erste Perspektive, die geht also aus der Thematik heraus, ja, was habe ich schon immer gemacht halt eben und warum tue ich das halt eben und wie entwickelt sich das weiter? Das ist so aus Sicht der Qualitätsnormen und der Anforderungen vielleicht. Jetzt haben Sie gerade noch einen Punkt angesprochen,
Wir haben es mit immer komplexeren Produkten zu tun. Wenn ich an so einen LED-Scheinwerfer denke, ich war jüngst bei einem Unternehmen, da habe ich erfahren, in so einem komplexen LED-Scheinwerfer sind über 200 Teile. Es ist keine Lampe mehr mit Glühbirne und Blech, simpel gesagt, ich als Laie darf das mal sagen. Oder ein Dialysegerät wird heute aus bis zu 3000 oder über 3000 Teilen, glaube ich, gefertigt, je nach Land, wo es hingeht und Variationen. Also es handelt sich allein schon daraus eben nicht mehr um eine einstufige Fertigung, sondern um eine vielstufige, mehrstufige, komplexe Fertigung. Eben mit einem komplexen Liefernetzwerk auch. Ja. Aber ich glaube, Sie haben auch vor kurzem nochmal in einem Beitrag, den ich gehört hatte, gesagt, halt eben, ja, wir sprechen von der Losgröße 1. Die macht die Sache ja auch nicht einfacher. Ja, wir haben, wenn man das bedenkt, dass wir hier in Stückzahlen von Millionen, und zwar baugleich Millionen Stücken sprechen, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, als das heutzutage der Fall ist. Denn heutzutage durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, was ja sehr oft dann eben einfach zur Automatisierung führt, und damit habe ich plötzlich die Möglichkeiten, fast auf jeden einzelnen Kunden, auf jeden einzelnen Anspruch, auf jede einzelne Anforderung einzugehen. Und das macht die Sache natürlich für den Kunden wahnsinnig attraktiv, keine Frage, weil hier möchte ich ein anderes Blau, hier möchte ich irgendwas länger oder kürzer oder sonst was haben. Für Unternehmen ist das erstmal eine Katastrophe, wenn man sagt, das können wir gar nicht alles gewährleisten. Wenn ich den Automatisierungsaspekt mit reinbringe, dann habe ich ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, weil die Schnittstelle dann plötzlich stattfindet zwischen Kunden und Unternehmen, also praktisch das Automaten, nennen wir es mal so. Und das muss aber gewährleistet sein. Und das müssen aber wiederum alle Mitarbeitenden verstehen, dass die Losgröße 1 mittlerweile der Maßstab ist und nicht mehr die Massenproduktion. Also Masse vielleicht schon, aber halt dann jedes individuell. Also damit es für den Kunden immer einfacher wird, wird es für uns immer komplexer. Genau. Sehr schön zusammengefasst. Genau so ist es. So, und jetzt denken wir nochmal daran, halt eben, dass wir heute immer mehr Datenpunkte erzeugen können. Ich kann ein RFID-Chip irgendwo einbauen, auf eine Palette kleben, kostet mich vielleicht 10 Euro ein RFID-Chip halt eben und kostet mich im Jahr Telekom-Kosten von 1 Euro und dann plötzlich kriege ich plötzlich mit, wo die Palette ist. Ich weiß, in welcher Umgebung sich befindet, welche Temperatur, welche Luftfeuchte. Ich habe plötzlich viel, viel mehr Informationen und das habe ich an allen Stellen. Das habe ich auf dem Produkt, das habe ich in der Produktion, ich habe es in der Planung, ich habe es in den Prozessen, ich habe es in den Maschinen. Das heißt, ich habe eine gigantische Datenmenge. Jetzt muss ich mit Daten trotzdem zu Taten kommen. Es ist also auch nicht trivialer geworden. Sicher nicht. Sicher nicht. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen das tatsächlich mittlerweile sehr gut im Griff haben. Viele andere Unternehmen aber auch wiederum nicht. Keine Frage. Aber wir brauchen uns auch nicht darüber zu unterhalten, welches Unternehmen in Zukunft überlebensfähiger sein wird. Wie sehen Sie das mit dem Thema KI oder Algorithmen? Ich meine, wenn man so ein bisschen, Sie haben in Ihrem Buch auch so schön, gehen Sie auf Deming ein, halt eben, der Qualitätspapst, der hat ja schon ganz früh von Themen gesprochen oder auch Methoden oder Werkzeug gesprochen oder auch Verfahren gesprochen, mit denen wir halt eben so der Ausnahme auf der Spur sind oder die Abweichung, die Ursache finden. Wenn man jetzt so in die Presse schaut, dann sieht man halt eben, Algorithmen werden immer mit KI in Verbindung gebracht. Mhm. Aber haben wir im Qualitätsmanagement nicht auch jede Menge Algorithmen, mit denen wir wohl sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben? Sind wir besser, als es vielleicht mancher sieht? Könnten wir mehr dazu beitragen, dass wir mehr Ursachen finden, mehr oder besser vorausdenken? Dass wir eben nicht nur die Ursache-Wirkungsprinzip jetzt im Auge haben, sondern halt eben, dass wir auch viel mehr über das denken, was könnte werden? Ja, also ich denke schon im Kleinen, Sie haben ja gerade ein richtig klassisches Werkzeug angesprochen des Qualitätsmanagements, nämlich die FMEA. In der FMEA passiert ja schon sehr viel genau in diese Richtung. Sie denken ja schon sehr viel voraus und inwieweit könnte man da schon mal gegensteuern, dass das eine oder andere nicht passiert. Wobei, da geht es um Fehler. Man muss aber nicht unbedingt vom Fehler ausgehen, sondern man muss vielleicht einfach auch davon ausgehen, was alles kommen könnte, ohne dass das jetzt konkret als Fehler benannt wird. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, if you can't measure it, you can't manage it. Ich glaube, dass alles, was Messen betrifft, die Qualität das sowieso schon immer relativ gut machen. Wir müssen aber jetzt nicht einfach nur messen, um für die Gegenwart alles, oder Daten erheben, nennen wir es mal so, Daten erheben, um für die Gegenwart alles zu managen und sicherzustellen, sondern ich glaube, dass wir es auf jeden Fall verstehen müssen, auch Daten so weit zu erheben, Interdependenzen, Kausalitäten so weit erkennen zu können, dass wir einigermaßen gut voraussagen können, wie sich denn die Zukunft gestalten wird, wo die Reise hingeht. Also auch da wiederum beim Wasserflow, wir müssen uns definitiv aus der Pfütze
Pfütze hinausbewegen und über den Rand der Pfütze zu schauen und sagen, wo führt denn eigentlich der Weg, den wir jetzt gerade momentan beschreiten, hin? Dass dann Überraschungen passieren können, so wie es jetzt momentan ist, das ist sowieso klar. Aber so manche Dinge zeichnen sich halt dann ganz einfach ab. Und ich glaube schon auch, dass das etwas ist, was Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerinnen noch besser verstehen müssen, auch in ihrem Unternehmen mehr Werbung dafür machen müssen. Denn es fordert ja auch die Norm. Also es ist ja nicht nur so, dass man das einfach nur just for fun macht, sondern das ist ja überlebenswichtig. Und in der Norm wird das ja sehr schön beschrieben, immer mit den Chancen. Also der Kontext verändert sich. Und welche Chancen ergeben sich daraus? Und dementsprechend müssen wir natürlich das, was wir an Daten zur Verfügung haben, das, was wir an Daten erheben können, natürlich immer im Rahmen von Normen und Richtlinien und Gesetzen, keine Frage, Datenschutzgrundverordnung spricht für sich, aber daraus eben erkennen zu können, wo die Reise hingeht. Und deswegen, ich glaube, von Ihnen stammt es ja hier, aus Daten Taten werden zu lassen. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes für Qualitätsmanager. Und eben nicht nur bei der Datafizierung aufzuhören, also nicht nur bei der PDF-Form eines 8Ds, sondern sich auch Gedanken zu machen über den Prozess, eben dieses Thema der Digitalisierung, der digitalen Transformation, dass man eben den Prozess halt eben komplett betrachtet und vielleicht auch darüber nachdenkt, unternehmensübergreifend diese 8D-Bearbeitung gemeinsam partnerschaftlich und fair zu machen. Ja, genau. Das ist natürlich was anderes als simulieren, als Qualität simulieren. Das ist halt eben dann ehrlicher Umgang. Ja, sehr richtig. Das ist dann schon Unternehmensgestaltung, ne? Da kann man sich schon vorstellen, dass mancher erst einmal mit den Augenbrauen ein wenig zuckt. Ja. Aber das ist tatsächlich, solche Themen müssen wir uns stellen. Nicht an der Abteilungsgrenze Halt machen, sondern darüber hinausdenken. Sie sagen es. Und das ist aber doch eigentlich wahnsinnig spannend, finde ich, ne? Übrigens, das ist vielleicht auch das Thema, wo eine digitale Fabrik nachher hingeht. Weil ich glaube nicht, dass eine digitale Fabrik in erster Linie Technik ist oder Technologie ist. Eine digitale Fabrik macht sich Gedanken halt, wie das Kundenerlebnis am Ende besser wird. Wie man den Kunden besser bedienen kann. Wie ich den Kundenauftrag natürlich bei möglichst bester Produkt, bei besten Prozessen und bester Produktion halt eben erzeugen kann. Aber immer mit Blick auf den Kunden. Ja. Und definitiv. Damit sind wir auch wieder bei der Losgröße 1. Keine Frage, ja. Natürlich. Und erst dann kommt die Technologieantwort, ne? Doch nicht andersrum. Aber Herr Reimer, da ist ja was Spannendes. Jetzt schauen Sie auf die Unternehmen, jetzt stellen die einen Digitalisierungsmanager ein. Ja. Der hat doch von den Prozessen viel Ahnung, aber vielleicht nicht so viel wie der Qualitätsmanager, der seit 20 Jahren in dem Unternehmen arbeitet. Der das aus den Audits heraus, aus den Kundenerwartungen heraus weiß, was da systemisch läuft und eben nicht nur digital möglich wäre. Das ist doch ein riesen Aufgabenfeld. Ja. Sie sagen es, genau. Also der Digitalisierungsofficer oder wie man ihn nennt, mag sein, dass der von Digitalisierung sehr viel Ahnung hat, aber er braucht als allererstes, und ich unterstreiche das nicht nur 10-mal, sondern von mir als 100-mal, was Sie jetzt gerade gesagt haben, es geht immer darum, was können wir leisten, was erwartet der Kunde uns, was wird der Kunde von uns wollen. Und dann überlege ich mir, was davon kann ich eben automatisieren oder digitalisieren oder was auch immer. Aber nicht zu sagen, lass uns mal einen Haufen Zeug digitalisieren und irgendjemand wird es schon brauchen. Das kann es definitiv nicht sein und so funktioniert auch eine digitale Fabrik nicht. Es soll auch nicht heißen, dass eine digitale Fabrik immer so aufgebaut wird, aber vielleicht mal etwas mehr Mut aus Sicht der Qualitätsmanager. Was ist das denn anderes als eine digitale Fabrik, wenn man ein fertigungsbegleitendes Prüfprotokoll, was bis dato eben analog gemacht wurde, halt eben digitalisiert halt eben, man die Prüfabläufe und die Montageabläufe dabei mithilfe von einer entsprechenden Software visualisiert, die Daten sammelt, die Daten zusammenführt, sie meinetwegen FDA-sicher halt eben archiviert, man den Wareneingang noch automatisiert, die Lieferantenanbindung mit der Erstmusterung digitalisiert und anbindet, man am Ende halt eben den 8D-Prozess als lernenden Prozess versteht, eben als Verbesserungsprozess und nicht nur als Fehlerursache-Thematik verfolgt. Was ist das denn am Ende anders als ein Weg hin in Richtung einer digitalen Fabrik? Ja, sehr richtig. Wenn es dem Kunden dient, wenn es den Normen, wenn es der Nachhaltigkeit, dem Umweltschutz dient, dann sind das doch genau die Erwartungen, die ich eigentlich adressieren sollte, auch bei einer digitalen Fabrik. Ich mache es doch nicht aus Selbstzweck, oder? Genau. Ich kann dazu nichts mehr sagen, Herr Krämer, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Genauso ist es. Genauso sieht es aus. Jetzt mal aus der Produktwelt heraus, aus der zweiten Perspektive heraus betrachten, dann haben wir es also zu tun mit immer komplexeren Produkten. Wir haben es mit immer mehr Datenpunkten zu tun.
Wir haben es mit tollen historischen Verfahren zu tun im Bereich Qualitätsmanagement, wo wir bereits viel Wissen haben über Algorithmen. Wir können diese übertragen, portieren auf eine Perspektive, wie kann ich das sehend oder wie kann ich das auf die Entwicklungsperspektive übertragen und nicht nur auf die Ursache-Wirkungsprinzip-Thematik übertragen? Und wie kann ich einen Beitrag leisten, wie eine digitale Fabrik wirklich zum Fliegen kommt? Genau. Ja. Und wenn ich jetzt den Sprung nochmal aufgreife von Ihnen, Herr Reimer. Sie haben vorhin das Wort Kontext genannt. Warum mache ich eine digitale Fabrik? Mhm. Dann bin ich doch jetzt irgendwie fast schon bei dem, was die ISO 9001 von mir will. Die Frage nach dem Warum. Warum tust du das? Ja. Und dann bin ich bei der Sinnfrage. Genau, genau. Und das ist etwas, da sind wir ja sozusagen im Bereich von Qualitätspolitik und von Bewusstsein und so. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, dass zum Beispiel der eigentlich nur kleine Punkt, aber trotzdem so wahnsinnig wichtige Punkt in der ISO 9001 ist, 7.3, dieses Thema Bewusstsein. Und Bewusstsein bedeutet im Endeffekt, dass jeder Mitarbeiter, jedes Organisationsmitglied muss über die Qualitätspolitik des Unternehmens Bescheid wissen, also sprich über das Wofür, wozu machen wir denn das hier alles, über die Ziele, also wo wollen wir eigentlich hin, und dann aber auch die Reflexion darüber, welchen Beitrag ich, Mitarbeiter, egal ob ich jetzt nun Pförtner bin oder ob ich Abteilungsleiter, Bereichsleiter, sonst was bin, welchen Beitrag ich zur Verwirklichung dieser Qualitätspolitik und dieser Ziele, die wir uns gesetzt haben, ich leisten kann. Und das ist aber notwendig. Das ist notwendig, ansonsten mache ich einfach hier nur einen Job. Ich komme morgens, gehe abends und der Rest ist mir eigentlich egal. Und das kann nicht der Ansatz sein. Also ich könnte sagen, vor der digitalen Fabrik steht die Sinnfrage. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eigentlich, das sollte eigentlich vor jedem, also egal ob digitale Fabrik, jede Organisation, völlig egal, ob Schule, ob Wohlfahrtsverband, ob ein Autohersteller oder so, völlig egal. Es geht immer erst einmal so, wozu mache ich das eigentlich alles? Also wenn ich mir diesen Würfel anschaue, der aus Aufbau, Ablauforganisation, halt eben aus den Finanzkennzahlen besteht, halt eben, und aus dem alles, was ich ja betrachte, dann kommt immer das Thema wieder, die Frage halt eben, wie bin ich in meiner Umwelt wirksam? Und dann bin ich bei dem Thema Vision und Mission am Ende auch. Glaubhaft, ganz genau. Glaubhafter Vision, glaubhafter Mission. Ja. Das großes Arbeitsfeld. Ja, weil wenn man das nicht berücksichtigt, ich meine, das bekommen wir ja auch permanent mit, wenn man das nicht berücksichtigt, dann geht es ausschließlich darum, in einem Unternehmen oder mit einem Unternehmen möglichst viel Geld zu verdienen. Und das kann ja nicht der Ansatz sein. Natürlich braucht man Geld, keine Frage, es soll ja viel Geld fließen, das ist auch nicht die Frage. Aber ein Unternehmen nur deswegen zu gründen und am Laufen zu halten, damit man möglichst viel Geld verdient. Und welcher Mitarbeiter, ich meine, das ist ja eh was von Ihrem Geschäftsführer bei Babtec, von Herrn Flungen, sagt, welcher Mitarbeiter ist denn begeistert davon, dass er sagt, oh ja, unsere Eigentümer verdienen jetzt noch mehr Geld. Und das kann ja nicht der Ansatz sein, sondern es geht immer darum zu klären, wozu machen wir das, was wir machen. Und wenn das geklärt ist und nicht einfach nur als Endergebnis viel Gewinn dasteht, dann glaube ich, hat man in einem Unternehmen schon irrsinnig viel gewonnen. Aber das ist etwas, was in ganz vielen Unternehmen tatsächlich wenig ausgeprägt ist. Dann kommen wir da, aber das lassen wir nicht außen vor. Das Thema Effektivität, Effizienz ist auch immer mit im Boot. Es geht einfach darum, dass ich mir als Qualitätsmanager auch Gedanken mache, halt eben, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass weniger Verschrottung, die Prozesse wirtschaftlicher sind, halt eben, die Kunden schneller bedient werden, halt eben, ich nachhaltiger produziere. Das ist immer dabei. Und übrigens, wenn ich natürlich Qualitätsmanager bin in einem Produktionswerk, vielleicht eines Automobilzulieferers, dann rede ich hier über Cent oder Bruchteile von Cents und da habe ich gar nicht so viel Zeit, über Moral nachzudenken. Ne? Das Thema lässt sich also nicht wegwischen. Klar, klar. Also ich bin auch nicht der Verfechter dafür, dass eben nichts rauskommen soll dabei, um Gottes Willen. Aber es muss die Basisbewirtschaftung muss da sein, es muss die Liquidität sichergestellt sein, es muss alles, was in irgendeiner Form Finanzkennzahlen ist, muss im grünen Bereich sein, keine Frage. Aber dann geht es eben in der Tat weiter und da, denke ich, ist ein Handlungsfeld, und zwar ein richtig gutes Handlungsfeld eben auch für Qualitätsmanager der Zukunft und auch der Gegenwart schon. Wenn ich jetzt mal diese normative Reihe mir angucke, ich komme halt eben aus der ganzen Welt halt eben der Core-Tools, der Normenpflicht halt eben, des Gedankens um den Elfenbein, den ich nicht besteigen will oder zumindest nicht alleine da oben drin bleiben will.
Ich habe die komplexe Produktwelt halt eben mit dem Thema der Digitalisierung, der digitalen Fabrik, und ich habe die Brücke rüber von der digitalen Fabrik über die Warum-Frage, warum tue ich das eigentlich alles, und beachte das Thema Effektivität und Effizienz. Dann habe ich halt eben in der Summe gesehen, jetzt gerade 8 Handlungsfelder als Qualitätsmanager, und die 9., die ich mir dann immer noch stelle, halt eben, ist der Qualitätsmanager auch Organisationsentwickler? Frage, Herr Reimer. Ja, ist er, und genau das, genau damit haben wir eigentlich fast begonnen. Also damit schließt sich jetzt tatsächlich der Kreis. Ja, ich bin schon der Meinung. Ich habe gesagt, Berater, Lösungsvorschlager, falls es sowas gibt. Wir müssen Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerinnen auch dahin bringen, aus ihrem Professionsgedanken heraus, sich viel mehr als Organisationsentwickler auch zu verstehen. Und ganz ehrlich, die ISO 9001, so diese klassische Managementnorm, die will das doch auch. Also da sind so viele Punkte drin, wo man ganz klar sehen kann, das ist eigentlich der Ansatz von Qualitätsmanagement. Theoretisch könnte man bei ISO 9001 den Begriff Qualität auch weglassen und einfach nur Management-System sagen, aber lassen wir es einfach unter dem Begriff. Aber das muss natürlich jeder Qualitätsmanager und jede Qualitätsmanagerin für sich auch dann in Anspruch nehmen wollen. Und da bin ich der Meinung, wenn wir von Zukunft sprechen, von sich immer schneller verändernder Zukunft, ob das technologische Entwicklung betrifft, ob das die älter werdende Gesellschaft ist, je nachdem, wie sich das bei uns jetzt gestaltet, wenn die Pandemie wieder einigermaßen über die Bühne gebracht worden ist und so. Da sind so viele Aufgaben, so viele, viele Themen da, um die sich Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager eigentlich mit kümmern müssen und die Führung dementsprechend auch mit beraten müssen. Denn ich denke, alles, was in der Norm unter Chancen oder zum Teil auch mit dem Begriff Innovation genannt ist, das steht da nicht zufällig drin, sondern das ist ein konkretes Feld, was Qualitätsmanager bedienen müssen. Und man muss es nur wollen. Man muss es nur wollen. Wenn ich mich nur auf FMEA und 8D-Report und auf meine Messmöglichkeiten zurückziehe, weil das natürlich wichtig ist, haben wir schon gesagt, aber auch sehr spezifisch ist, dann weiß ich nicht, ob ich den Stellenwert erreichen kann in einem Unternehmen. Es ist ein Blumenstrauß an Aufgaben oder auch an Tätigkeiten oder an Schwerpunkten, die ich dort jetzt, die wir jetzt gemeinsam mal gerade identifiziert haben. Aber eins nehme ich auch mit. Nur weil alle von Digitalisierung reden, muss ich zukünftig nicht auch programmieren können. Es gibt noch jede Menge andere Handlungsfelder, wenn wir das gerade uns anschauen, ne? Ja. Ja, also das sehe ich genauso. Also ich hab das noch nie besonders sinnvoll gehalten, dass man immer sagt, das muss jeder irgendwie programmieren können. Denn was könnten wir denn programmieren? Ich meine, das wären dann irgendwelche Basics, aber was sollte man da machen? Das ist wie wenn man beim Auto Reifen wechseln kann und so. Ich kann kein Auto bauen, obwohl ich fahre permanent mit dem Auto, keine Frage. Aber ich kann kein Auto bauen. Ich kann Reifen wechseln, ich kann tanken, ich kann Öl nachfüllen und so. Klar, solche Basics muss man schon können. Aber ob dieses Beispiel jetzt übertragbar ist auf IT, dann was sagt, jeder muss in irgendeiner Form irgendwas programmieren können, dann stelle ich mir einfach die Frage, was genau soll er denn programmieren können? Und da würde ich sagen, Fragezeichen, ob das wirklich eine sinnvolle Forderung ist. Aus meiner Sicht eher weniger. Als Qualitätsmanager bin ich natürlich halt eben dank meiner Ausbildung systemisch denkend. Richtig. Und damit kann ich wiederum eine große Hilfestellung sein, gerade bei diesen ganzen Wandlungsprozessen, die aktuell anstehen. Könnte also attraktiv sein. Ja, absolut, absolut. Ist mit Sicherheit attraktiv, ist sehr attraktiv. Also ich denke, das ist eines der genialsten Berufsfelder, in dem man sich eigentlich bewegen kann, wenn man es richtig versteht und die Unternehmen auch die Qualitätsmanagerinnen und Manager auch lassen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist fast schon das Schlusswort, Herr Reimer. Ja, das, quasi. Ja, jetzt würde ich nur noch eins sagen. Daraus resultieren dann aus diesen neuen Handlungsfeldern, daraus resultieren dann die Anforderungen an Techniklösungen und nicht umgedreht. Nicht Techniklösungen sagen mir halt eben, was alles geht, sondern wenn ich mir dessen bewusst werde, dann sage ich halt eben, welche Techniklösung hilft mir am besten. Ja, und dann geht es darum halt eben, wie bestmöglich all diese Aufgaben, die ich identifiziert habe, aus dem Bereich Qualitätsmanagement in eine Lösung integriert werden, wie diese bestens konnektierbar ist halt eben mit den Systemen, die ich im Unternehmen noch habe, ob nun ERP-Systeme, Messmaschine, Logistiksysteme und so weiter und so weiter. Und dann kommt die große Aufgabe dessen halt eben, dass ich auch wirkungsvoll arbeiten will, kollaborativ sein möchte halt eben auch über die Unternehmensgrenze hinaus. Und dann habe ich, ein wichtiger Punkt. Super. Und dann habe ich mein Anforderungsprofil
den Baustein Q an die Anbieter, die mir dann halt eben Lösungen anbieten können dazu. Ganz genau. Super. Herr Reimer. Ja. Ich würde sagen, wir haben es. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich glaube, wir sind soweit am Ende angekommen. Mir hat Spaß gemacht. Wir haben viele Themen durchgesprochen. Möchte man gar nicht meinen, wie man dann innerhalb so einer doch relativ kurzen Zeit das komplette Feld umreißen kann. Aber es war mir ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen auszutauschen. Und was wirklich schön ist, dass man dann im Laufe eines Gesprächs so feststellt, dass man doch also zu 100% auf der gleichen Linie unterwegs ist. Das ist für mich jetzt so eine Erkenntnis, die mich ganz einfach sehr freut. Ja, das, obwohl Sie aus Bayern kommen, ne? Und wir hier im Westen ja eigentlich. Nein, also alles gut, alles gut. Es war uns eine große Freude und wir freuen uns dann wieder auf das physische Zusammenkommen in den kommenden Monaten bei Veranstaltungen, bei Treffpunkten. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Ihnen auch. Und wir bleiben im Austausch. Herr Krämer, vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende angekommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut.